Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Oxygen Not Included hier auf Dalbert TV. So, da sind wir wieder. Ich habe hier ein bisschen was schon mal vorbereitet und zwar buddel ich hier jetzt gerade die komplette Ecke weg. Die armen Jungs müssen jetzt mal kurz ohne Kantine und ohne Bett auskommen, aber ich bin mir sicher, dass sie das schaffen. Und während wir warten, dass das fertig wird, gehen wir einmal in die Station und bauen den Supercomputer. Und zwar hier hin. Dann kriegt der natürlich auch noch ein bisschen Strom. Forschungstechnisch machen wir dann als erstes das hier. Den Strom habe ich natürlich schon vorbereitet, damit wir dann umsteigen können nachher auf die Kohlegeneratoren. Da freue ich mich schon drauf, weil dann haben wir endlich ordentlich Saft. So, wie sieht es denn aus? Ich will, dass die hier oben so viel wie möglich weggeschaufelt haben, bevor ich anfange, hier unten irgendwelche Wände hinzusetzen. Weil ihr seht es jetzt hier schon, da sammelt sich dann der ganze Quatsch nachher drauf. Und ich muss dann zigmal hin und her räumen, bis ich das weg habe. Finde ich ultra nervig. So wie es aussieht, werden wir auch noch einen zweiten Tag ohne auskommen müssen. Naja, ist wie es ist. Forschungsstation fehlt. Was heißt denn das jetzt bitte? Ach so, ja, die muss doch gebaut werden, alles klar. So, das heißt, ich kann jetzt. Ah ja, die Ecke hier reiße ich ja eh komplett wieder ab. So machen, so machen und so machen. Sieht so aus, als wäre es erledigt. Jetzt gucken wir auf der Seite noch mal. So und so. Zwei da, zwei hier und hier noch einer. Dann haben wir das. Ach, ihr Jungs, ihr werdet so unglücklich sein. Es tut mir auch leid, aber was willst du machen? So, und dann habe ich das ja jetzt so gemacht. Lassen wir einen frei und ziehen dann hier nochmal die Leiter runter. Ach, guck mal, nur noch ein Hatchling. Sehr schön. Kann man mal kurz gucken hier. Fähigkeiten. Besser forschen. Besseres Graben. Super schweres Graben. So, dann sollten wir den Krempel hier nämlich jetzt auch wegkriegen. Das zerlegen, wenn es schon geht. Das kann auch alles zerlegt werden. Das können wir nochmal abbrechen hier. Das kann auch zerlegt werden. Und die Leiter jetzt auch. So, dann müsst ihr Jungs so noch mit Buddeln hier fertig werden. Und ich bin glücklich und zufrieden. Guckt euch diesen ganzen Quatsch mal an. Den hätte ich sonst jetzt irgendwie da oben gehabt. Jetzt liegt er halt hier. Kann hier schon mal eine Armee von Lagercontainern hinbauen. Den Kram mal ein bisschen zurechtzuräumen. So, wie sieht es mit Luft hier aus? Nicht so gut. Können wir uns also auch schon parallel drum kümmern. Betten. Was wollte ich denn nochmal unter die Betten machen? Ach ja, die Klos, ne? Uns auch gleich noch drum kümmern. Aber erstmal will ich jetzt den oberen Bereich hier wieder herstellen.
kann weg. Dafür kommt der dahin. Die Tür und der Ziegel. Und der ist auch über. Dann wird der hier noch zerlegt. Stromkabel ist durchgezogen. So, also wir fangen oben an. Wir haben gesagt, als erstes den Chromschredder. Dann kommt der Kühlschrank. Und daneben der Grill und der Eierbrecher. Damit müssen wir das Kabel verlängern, dorthin. Und dann läuft das. Hier brauchen wir keinen Strom. Das passt soweit alles, kann also auch alles so bleiben. Und hier brauchen wir auch keinen weiteren Strom. Dann haben wir einen Drucker. Was gibt's? Also Eis, ist okay. Medizin gesenkt, Doktorauftrag, also den hier können wir uns nochmal angucken, hat aber einen zweiten Minusbonus. Dann nehmen wir Eis. Ich glaube, ich würde Eis hier unten lagern wollen. Aber das läuft bestimmt aus. Achso, und ich muss den Lagercontainer natürlich auch nochmal auf 9 packen. Weil alles, was hier rein soll, soll natürlich zuerst da unten rein. Schlafenszeit. Sie pennen wieder alle hier einfach. Na gut. 1, 2. Einer ist noch fleißig. Okay, kriegen wir aber hin. Alles gut. Der heutige Tag ist zum Bauen da. So viel steht schon mal fest. Können wir jetzt schon mal mit Prioritäten anfangen. Eigentlich kann alles, was jetzt hier gerade drin ist, eine Priorität. Und die wollen wir platt machen. So, Außenwände fertig. Ah ja, guck mal, die suchen sich schon ihren Weg. Gar nicht dumm. Machst du das schon so und jetzt liegen hier die Teile von den Leitern rum, oder was? Ein Kabel? Wieso liegt da ein Kabel? Er hat das da hingepackt. Stopp mal. Wer packt da ein Kabel hin? Kann ich nicht. Ah, nee, weg mal. Na naja, gut, muss es da bleiben, wo es ist. Er weiß nicht, was er tun soll. Weil er nirgendwo anders dran kommt. Okay, dann bauen wir jetzt hier erstmal eine Leiter hin. Naja, er kommt nicht mal auch nicht nirgendwo anders dran. Der hat ein ganz anderes Problem. Der kommt da oben gar nicht weg. Mal wieder Zeit für einen gelben Alarm hier. Sich wieder zugebaut, die Jungs. Na guck, geht ja doch. Nur die hier kriegen sie nicht hin, oder? Gut, aber ist auch nicht weiter wild. Ist eh der obere Raum. Also von daher kann ich damit um. Mach das noch fertig, bitte. Und das.
Ach, jetzt haben sie es doch nicht fertig gekriegt. Gut, aber am nächsten Tag. Definitiv. Dann werde ich diesmal hier nochmal was freibuddeln. Und weil ja hier auch noch alles frei ist, werde ich die beiden hier noch zerlegen. Und dann kommen wir da auch definitiv an die entsprechenden fehlenden Felder ran. Ja, wobei, nee, das müsste auch so gehen mit dem Einsammeln hier. Das müsste auch so funktionieren. Wir hier nichts rumfliegen haben, Jungs. Und eine Menge von den Hatches. Sehr schön. Kann ich eigentlich sagen, bring das mal irgendwo anders hin? Nö, alles gut. Soll ruhig da drin laufen. So, der Teil hier oben ist soweit fertig. Hier kann jetzt nichts mehr durchfallen. Dann kommt jetzt die nächste Etage. Und ich vermute mal, dass das Holz, was jetzt hier rauskommt, nicht runterfällt, sondern oben liegen bleibt. Kann mich aber auch irren. Schauen wir gleich mal. Wenn es runterfällt, dann lasse ich den Rest erst. Ne, es bleibt oben liegen. Okay, dann können wir ja alles fertig machen. Dass wir unsere Räume mal wieder benutzen können. Perfekt. So. War jetzt ein bisschen umständlicher, aber dafür liegt der ganze Rotz nicht rum. Zumindest nicht ganz so viel davon. Das ist immer nur so ein bisschen Holz für eine Leiter. Ich denke, das kriegen die hin. Oder dieses Sandsteinzeug, was das da ist. Ich denke, das schaffen die. Wegzuräumen. Ernährung können wir noch mal eben gucken. Also Schmutzwurzel steht nach wie vor auf dem Programm. Läusebrot auch. Morgelee ist auch mit 0. Lasse ich auch erstmal noch drauf. Haben die noch nicht einen einzigen... Ach nee, ich habe ja den Grill noch gar nicht gehabt. Ne? Jetzt ist der Grill fertig. So, das heißt, wir wollen die unendliche Knorpelbeere. Die sumpfigen Leckereien. Das nehmen wir. Das ist minus 1. Das nehmen wir nicht. Das nehmen wir. Und hier wollen wir alle Eier bis auf Hatchling. So, das passt. Dann lasst uns doch mal eben schauen, ob ich irgendjemanden habe, der in der Lage ist zu kochen. Du bist der Forscher. Kein Grillen, auch kein Grillen, auch kein Grillen. Also, die haben jetzt kein Herz auf Grillen, ne? Das ist das, was ich damit sagen wollte. Der kann schon mal Schweres graben, der kann super Schweres graben, der kann schon die nächste Forschungsstufe. Ja, guck, perfekt. So, dann werdet ihr halt die überlegen, ob wir jetzt gleich, wenn das Ding hier frei wird, nochmal einen dazu holen, wenn wir den brauchbaren haben. Ach schön, wie sie alle in ihrem Bettchen liegen. Perfekt. Nahrung ist am Start, Stress haben wir keinen. Also es ist alles schick, alles schön. Hier fehlt noch der Grillmeister, aber den machen wir uns auf jeden Fall gleich noch.
Hier muss die Leiter noch zu Ende gebaut werden. Das ist aber auch überhaupt kein Problem. Guck mal, hier liegt schon so viel Mehl aus. Ach. So, jetzt haben wir die Rezepte. Und jetzt haben wir die Forschungsstation. Perfekt, das heißt, als nächstes geht es dann weiter mit dem Strom. Bin ich hier von der Etage her schon richtig? Ja, bin ich. Kurz mal eben einmal schauen, ob es hier irgendwo, hier oben geht es los mit kühlerer Ecke. Dazwischen wird es aber nochmal richtig heiß. Na gut, egal, wir bauen das jetzt erstmal hier hin. Bevor ich das mache, ziehe ich jetzt hier auch schon mal einmal durch. Ist das ein rohes Ei? Damit kriegen wir unser Omelett. Sehr schön. Forschung abgeschlossen. Herrlich. So, was machen wir als nächstes? Den haben wir. Temperatur ist mir letztes Mal zum Verhängnis geworden. Da werde ich also dieses Mal etwas früher drauf achten. Landwirtschaft. Hätten wir den Kühlschrank. Nee, ich denke, wir nehmen... So, den hier nehme ich aus einem ganz einfachen Grund. Da kommen nämlich jetzt die Tiereier alle rein. Bis auf er hier. Da kommen rein. Ach so, das Essen kann ich da gar nicht reinpacken. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Ja gut, dann ist das so. Ist aber auch nicht schlimm. Dann lassen wir es. Dann sollen da halt nur die Eier rein. War das schon mal geklärt. Die Eier, aus denen ich Essen zubereiten möchte, die kommen da oben rein. Und dann gucken wir jetzt Thema Strom. Siehst du, da habe ich nämlich schon wieder einen vergessen. Wir müssen doch noch was anderes erforschen. Und zwar... Wo ist es? Hier ist es. Die grobe Veredelung steht als erstes dran. Eins, zwei und so. Aus. Und wir wollten die nächsten Buddelaufgaben machen. Das sind die Klos. Und hier ist Sauerstoff. Die brauchen wir auch nicht mehr. So, und dann haben wir hier den Boden. Das heißt, ich muss dann noch mal zwei Etagen tiefer gehen, damit die ganze Grütze schön runterfällt. Und dann bin ich zufrieden.
auch schon alles vorbereitet. Müssen wir auch erstmal noch erforschen, ne? Wollen wir vielleicht doch erst das Klo nochmal vorziehen? Hier ist es. Wobei, dafür brauche ich erst Wasserleitungen, die ich dadurch kriege. Wasserpumpe wäre kein Problem. Schmutzwasser wäre noch so eine Sache, die ich noch nicht beseitigen kann aktuell. Wobei, kann ich auch. Müsste ich einfach direkt da drauf gehen. Damit kriege ich verschmutztes Wasser weg. Ja. Machen wir. So, was gibt es hier in der Blaupausensituation? Eine Heilpille, Furzt, Landwirtschaft, Tierzucht. Ne, wir nehmen die Heilpille. Die finde ich gut. Medikamente kann man hier auch nicht reinstopfen, ne? Da muss definitiv der Kühlschrank hin. Hatte ich den schon? Wo war der denn? Ah ne, der kam hier oben, ne? Ne, da sind wir noch nicht. Das Ding ist jetzt fertig. Doch erst aufs Klo. Oder erst da drauf. Luftziegel sind schon nicht unwichtig, ne? Ne, komm, wir gehen jetzt da drauf und fertig. Muss ja eh erstmal noch alles vorbereiten. Bis ich da weitermachen kann. Veredelung ist es. Wir haben das Stromnetz offensichtlich schon total überladen hier. Machen wir Strom mal ein bisschen wichtiger. Dann kommt hier noch eine Leiter hin und da noch eine Leiter hin. Und da noch eine Leiter hin. Lass dir schmecken, Lindsay. Was gibt's denn Schönes? Schmutzwurzel. Yam, yam. So, 4 Dudes, 4 Pennen, sehr cool. Schlafen, schlafen, schlafen. Hier ist alles Rot-Dekoration, hier ist auch alles rot. Hier auch und hier auch. Also der Mist muss jetzt erstmal weg hier. Der nervt mich. Und die Jungs wohl auch, so wie es aussieht. Dann machen wir das jetzt auf die Art. Forschung schon fertig. Ja, genau, jetzt sind wir hier. Perfekt. So, wenn das die Klos werden, dann kommt ja hier unten meine Sauerstoffproduktion rein. Können wir die schon mal aufstellen.
So. Genau, Sauerstoff. Kann ich hier auch schon gleich die richtigen Türen einbauen? Dann brauche ich das hier. Brauche ich das später nicht nochmal umswitchen. Und kann dann hier auch gleich den luftdurchlässigen Boden mit reinpacken. So, dann kommt hier jeweils ein Schränkchen für Algen hin. Haben wir das schon mal geklärt. Und dann kommt hier unten gleich noch zum Schluss, wenn wir alles soweit fertig haben, hier von den Aufbau mit rein in Kombination mit. Wenn ich ihn wieder finde, dieses Ding mit den drei Düsen hier, in Kombination mit dem. Und dann haben wir nämlich hier unten richtig schick Sauerstoffproduktion, Kohlendioxidvernichtung. Hier wird der Boden zugemacht und hier überall kommen die luftdurchlässigen Böden rein und der oben bleibt auch zu. Und dann wird der Außenbereich nachher komplett mit Hitzedingern ausgetauscht. Ist nur die Frage, warum buddeln die Jungs jetzt hier nicht weiter? Weiß ich auch nicht. Weil es Wichtigeres zu tun gibt, auf jeden Fall. Ah, ist schon fast fertig. Cool. Kommen da auch gleich welche raus. Hier ist jetzt auch schon mal ein bisschen zu Boden gegangen. Das ist auch sehr schön. Und das hier werden wir auch gleich alles nochmal eine Etage tiefer belegen. Und die Jungs lassen ihren Müll wieder rumliegen. Bin ich immer super. Oh, hat der rohes Fleisch gefuttert? Muss ich gleich nochmal kurz gucken. Mal rohes Fleisch. Oh ja, rohes Fleisch haben wir zur Auswahl. Das muss weg. Das muss weg. Sehr gut, Schlafenszeit, hm? Guck mal, jetzt habe ich mit den Stromgeneratoren angefangen und habe abgebrochen. Einfach so. So also ein typischer Ich. Guck mal, wenn die das so machen, pass mal auf, dann mache ich das doch anders. Noch besser, weil dann brauche ich mich nämlich auch nicht um diese blöden Leitern kümmern. Auftrag, buddelt euch von oben nach unten dadurch. So, und dann kann ich nämlich hier direkt schon anfangen. Ne, das war falsch, da muss ein normaler rein. So, guckt euch das an. Viel eleganter. So, und dann wird da gleich ein bisschen was von dem Material, was hierbei rumkommt, gleich wieder verarbeitet. Ist auch schick. Und wir haben immer noch keinen Koch. Fortschrittliche Forschung können wir schon, haben wir schon. Ach so, das ist mein Landwirt, ne? Der soll es dann auch bitte bleiben. Pflanzenpflege, los geht's. Was wird hier gemacht? Auch nichts.
Da ist nicht der Landwirt. Das ist Steve. Wo ist der Landwirt? Warum muss der Butler jetzt die Aufgaben des Landwirts erledigen? Ach, der war hier oben noch am Essen machen, wa? Ach, guck mal an, wir haben ja sogar noch ganz viel anderes Zeugs hier drin. Ja, soll er mal alles reinmachen. Alles, was mit Essen zu tun hat. Forschung ist fertig. Perfekt, jetzt haben wir die. Jetzt mache ich aber erstmal weiter mit dem Strom. Und zwar, das hatten wir, das unten hatten wir auch. Den Crusher hatten wir. Achso, da brauchte ich ja gar nichts mehr für. Der war ja eigentlich schon fertig. Das Ding erst oder erst das Klo? Ich mache erst das Klo und dann das. Das geht schneller. So, Essenszeit. Wäre vielleicht auch cool, eine Nahrungsbox hier reinzustellen. Da müssten die auch nicht immer so ewig weit laufen. Was war das für ein Geräusch? Ja, ihr freut euch tierisch. Ihr freut euch tierisch. Gut, ich würde sagen, wir lassen es für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier morgen hoffentlich zum Abschluss der aktuell angezeichneten Dinge und zur Fertigstellung der beiden unteren Räume des Raumabteils. Also bis morgen. Macht's gut. Tschüss.